Sie ist aus der Not entstanden. Als Werk der Selbsthilfe und der Improvisation. Seit 2 Jahrzehnten treibt sie im ländlichen Nordwesten Kambodschas den Alltag voran. Sie ist die Lebensader. Nori, die Bambusbahn. 2 Dutzend selbstgebaute Draisinen rollen auf dem Nordteil der alten Eisenbahngleise zwischen der Hauptstadt Phnom Penh und der thailändischen Grenze. Sie sind nicht zugelassen, aber auch nicht verboten. Zehn Jahre schon lenkt Thit Lee seine Norri. Ohne Norri läuft hier nichts, denn die Straßen sind so weit weg. Wie sollen die Bauern sonst zu ihren Feldern, zum Markt oder zum Arzt kommen? Und was ist mit dem Transport der Verletzten? Passagier- und Güterzüge kommen nur 2-3 Mal im Monat vorbei, während Norri immer fährt, wenn jemand sie braucht, Tag und Nacht. Deshalb drückt die Regierung ein Auge zu und lässt uns fahren. Norri kann sich jeder leisten. Nur umgerechnet 20 Cent kostet die Fahrt zwischen den 6 Stationen. Dennoch verdient Thit an guten Tagen bis zu 5 Euro. 5-mal so viel wie ein Arbeiter. Für die Bauern ist Norri der günstigste und oft der einzige Weg, ihre Ernte und Saat zu transportieren. Dann macht Thit ein gutes Geschäft. Reissäcke bringen doppelt so viel ein wie Passagiere. In der nördlichen Reisfeldregion hat der Krieg der Roten Khmer am längsten gewütet, bis Ende der 1990er Jahre. Doch die zerschossenen Brücken und die zerrüttelten Gleise haben gehalten. Mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde jagt Norri darüber. Der Aufschwung hat die staatliche Eisenbahn noch nicht erreicht. Nur maximal 20 Kilometer in der Stunde fährt der Zug, der ein paar Mal im Monat Norri von den Gleisen verdrängt. Für die 274 Kilometer zwischen der Hauptstadt Phnom Penh und der thailändischen Grenze braucht er fast einen Tag. Und immer wieder entgleisen Waggons auf der Trasse, die noch aus der französischen Kolonialzeit stammt. Aber jetzt soll die Wende kommen. Die Regierung plant, die Schienen binnen 3 Jahren zu erneuern. Alle Züge sollen wieder schnell und regelmäßig verkehren. Und Norri soll dem Fortschritt weichen. Doch Norri hat sich unentbehrlich gemacht. Kein Passagierzug wird so flexibel wie die Bambusbahn überall und jederzeit entlang der Strecke halten können. Solange es keine Straßen gibt, wird Norri, dieses immer neu geflickte Provisorium, weiterrollen. Auch wenn die meisten sich endlich auf sicheren Straßen bewegen und die Bambusbahn hinter sich lassen möchten. Sie und damit die Vergangenheit, die Not, die Armut, die Gefahr. Norri hilft auch, Leben zu retten. Das von Minenopfern, Malariakranken, Kindern mit Denguefieber und hochschwangeren Frauen wie der 47-jährigen Liang Mao.
Nach 2 Stunden und 30 Kilometern Odambong, die nördliche Endstation. Trotz der schlechten Straßen machen Motorradtaxis der Nori zunehmend Konkurrenz. Besonders hier nahe der Provinzhauptstadt Badambong. Nori darf nicht weiterfahren. Ab Odambong bis zur thailändischen Grenze gehören die Gleise wieder allein der staatlichen Eisenbahn. Morgens sind die Reisbauern unterwegs. Auf dem einspurigen Gleis der Bambusbahn weiß man nie genau, wann man ankommt. 45 Minuten oder auch 3 Stunden kann die Fahrt für die Gesamtstrecke dauern. Für den Gegenverkehr haben sich die Norri-Führer Regeln gegeben. Vorfahrt hat die Draisine mit den meisten Passagieren, die mit der schwereren Fracht oder die mit einer weiteren Draisine im Gefolge. Ich weiß, die Zeiten ändern sich. Eines Tages werden sie Norri wohl abschaffen. Doch ganz kann ich es nicht verstehen. Denn Norri hat uns durch den Krieg gebracht, hat alles mit uns geteilt und durchgemacht, hat Leben gerettet, Leuten geholfen, besonders den armen Reisbauern. Und so wie wir auch hat sie alles überstanden und bringt uns immer noch durch. Für mich wird es wie der Verlust eines guten Freundes sein. Nein, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass Norri eines Tages tatsächlich von hier und aus unserem Leben verschwinden wird.